Weiterentwicklung, konstruiere dir die, also Design, Übung, strategisches Management mittels Geschichten weitererzählen und konstruieren. Und dann erzähle ich dem anderen die Geschichte, Führung, das heißt, ich mache eine Geschichte in der Kommunikation lebendig und die löst beim anderen wieder Resonanz aus. Und die meisten wissen gar nicht, wie begabt sie sind. Also wie viel narrative Kompetenz in ihnen ist. Und diese Übung ist meist so, dass sie denken, um Gottes Willen, da fällt mir bestimmt nichts ein. Und dann kommen sie aus der Übung und haben leuchtende Augen und sagen, als ich mir was ausgedacht habe, ist mir nichts eingefallen. Da habe ich einfach mal angefangen zu erzählen und plötzlich entfaltet sich eine Geschichte. Und der andere sagt, woher hast du das gewusst? Das passt genau. Also da eröffnet man sich auch einfach andere Erfahrungsräume. Es sind ja genug im Raum, die diese Seminare schon mitgemacht haben. Ich nehme an, ihr könnt genau diese Erfahrung bestätigen. Und in dem Zusammenhang, was ich jetzt diesmal gar nicht mache, ich beschäftige mich ja sehr viel mit Träumen. Nicht im Sinne von Traumanalyse, sondern im Sinne auch Dialog mit Träumen als Medium, eben dieses narrative, mythische, schöpferische in die Kommunikation reinzuholen, um zusammen Dinge gut weiterzuentwickeln. Und das muss nicht jedem liegen, aber ich finde es schade, dass der Umgang mit Träumen heute aus dem professionellen Feld so arg rausdefiniert worden ist. Und viele, die bei mir gesehen haben, wie ich das mache und die auch gemerkt haben, dass sie die Sprache der Träume, die ja eine universelle Sprache ist, die jeder versteht, nur nicht geübt ist zu verstehen, was er versteht und in andere Sprachen zu übersetzen, dass sie merken, ich verstehe das eigentlich. Also auch da, wir machen dann diese typische Übung, machen eine Traumberatung und dann in Untergruppen arbeiten wir daran, wenn ich die Story höre, was erzählt die mir, wo würde ich was ändern und so. Und es ist erstaunlich, wie viel Feingefühl, wie viel weiterentwickelnder Sinn die Leute aufbringen. Und da sage ich immer, mir ist es auch wichtig, gerade im Umgang mit Träumen einen Evangelisierungsprozess zu machen. Weil berufstraditionell die Leute das Gefühl haben, über meine Träume darf ich privat nachdenken, das ist in Ordnung, professionell darf ich da nichts machen, da musst du eine Psychoanalyseausbildung dafür haben, sonst ist das gefährlich. Ist es nicht, wenn du die richtigen Haltungen hast. Und auf der Website findet ihr ja zum Beispiel eine Anleitung für kollegiale Traumarbeit, kollegiale Gespräche anhand von Träumen und so. Und ich mache nur gute Erfahrungen. Leute, die sich darauf einlassen wollen, das bereichert dich so viel mehr als vieles andere skillmäßige, theoretische. Ich will das jetzt nicht übergewichten, ne, aber es ist in unserer Zeit ziemlich unterbelichtet und das ist bei uns eine Spezialität, dass man sich daran anschließen kann. Das gilt jetzt genauso für die Arbeit mit geleiteten Fantasien und mit Trance. Auch da einige von euch haben den Mut gefasst, dann eben genauso wie ich das hier getan habe, mit geleiteten Fantasien und Trance zu arbeiten, ohne dass sie eine Hypnoseausbildung haben, weil sie merken, sie können das. Wenn ihr eurem Kind eine Nachtgeschichte gut erzählt, dann macht ihr Storytelling und Trance-Induktion schon aus Eigennutz, weil ihr jetzt endlich zur Tagesschau wollt. Gut, das sind jetzt dann noch ein paar Charts zur Richtung, falls wir über zukünftige Entwicklungen sowas noch reden wollen. So, das wäre so mein Beitrag zum Thema Arbeit mit seelischen Bildern. Gibt es da meine Fragen? Nö, ist es angekommen. Also es gehört zur Inventur dazu. Machen wir auch ein Päuschen nochmal oder nochmal miteinander reden oder einfach nur Pause? Okay, dann machen wir Pause bis. Dann würde ich sagen, dass ich neige dazu, zu lange thematisch zu machen und zu spät an den Abschluss zu gehen. Ich würde dann eher sagen, dass wir dann vielleicht thematisch eher, was Musik von vorne betrifft, aufhören. Und wenn ihr zurückkommt aus der Pause, dass wir dann mal in Untergruppen nochmal die 3 Tage Revue passieren lassen und noch ein bisschen austauschen und dass wir das nachher zusammenfassen, sodass wir dann um 13:30 auch den Abschluss gemacht haben und ich nicht so bis nahe daran noch was mache. Also ich bedanke mich auch bei euch für die Disziplin mit dem Mikrofon. Das hat wirklich gut geklappt. Nachher jeder, der es hört, der dankt es nachher, wenn er dann
auch wirklich die Beiträge alle versteht. Und das sollten wir auch jetzt in der Abschlussrunde beibehalten. Susanne oder Thorsten ist sportlich, der ist Fußballer, der spurtet dann zu jedem, der was sagen möchte. Weil ich nachher nicht mit einer Werbebotschaft aufhören möchte, mache ich jetzt erstmal. Da ist jetzt vorgestern gerade von meinem Kollegen Michael Löbert ein Buch erschienen, Kultur entscheidet. Und da ist so schön von mir hinten zitiert, dass es nicht um die Kultur des Feuilletons geht, sondern um die Kultur des Wirtschaftsteils in unserer Zeitung. Und ich habe gerade gehört, dass in einem früheren Buch er Management am Beispiel von Moses wohl entfaltet habe. Das wusste ich gar nicht. Aber ich habe auf diese Weise jetzt eine Leseanregung. Also auch andere sehen da irgendwelche Parallelen drin. Und das andere, was ich noch sagen möchte, ich werde auch einmalig im Sommer nächsten Jahres die TA kompakt machen. Ich habe ja immer eine besondere Weise gehabt, TA zu verstehen und zu entwickeln. Da wird sich einiges überlappen, aber dort werde ich auch wirklich alle meine Ansichten zu allen wesentlichen TA-Konzepten darlegen, wie Records, Scripts, Spiele, Ausbeutungstransaktionen und all diesen Geschichten. Und es gibt einfach viele, die bei uns zwar schon Curricula gemacht haben, die die TA-Konzepte so gut fanden, dass sie da gerne noch vertiefen wollten. Und wir haben uns deswegen entschlossen, ein einjähriges TA-Curriculum aufzulegen, das im Herbst beginnt, im September dann beginnt. Also wenn ihr selbst an sowas Interesse habt, 6 mal 3 Tage oder jemand kennt, also das kann man dann ab nächstes Jahr bei uns machen, die Vertiefung Richtung TA. Und dieses 3 Tage TA kompakt, die ich im Juni, 25. bis 27. Juni mache, was vielleicht auch dann wieder so aufgenommen wird. Also in dem Stil ist dann einerseits ein Abschluss meiner TA-Laufbahn und andererseits eben auch nochmal eine Neubegegnung mit vielen konzeptuellen Überlegungen. Also wen das interessiert, der ist herzlich willkommen. So, jetzt, ja, interessiert mich einfach, wie, ihr habt es ja jetzt schon untereinander ausgetauscht, aber es ist einfach schön, nochmal von einigen zu hören, wie diese Tage jetzt waren und was euch jetzt bewegt, beschäftigt zum Abschluss. Wir haben da ja noch 10 Minuten Zeit für. Ja, das war eigentlich die Punktlandung. Ja, dann danke ich euch allen. Mir ist klar, dass viele andere auch bestimmt Würdigendes meinen, aber nicht gedacht haben, jeder muss alles sagen. Ja, ich fand es auch für mich richtig schön. Einmal eine Wiederbegegnung, dass ich, also ihr habt ja gemerkt, ich habe es auch ernst genommen und ja, diese andere Form gesucht und mich auch wirklich gut vorbereitet. Und das hat sich auch sehr ausgezahlt. Und es war auch bereichernd für mich, einfach nochmal so den ganzen Fächer mir anzugucken und dass ich euch das erzählen durfte, ohne dass ihr mich gesteinigt habt, es sogar so richtig gut fandet. Das ist natürlich auch für mich ein Geschenk, für das ich mich sehr bedanke und für die ganzen Ressourcen materieller und seelischer Art, die ihr in den Prozess eingebracht habt. Weil das ist mir völlig klar, dass ich zwar ein Kristallisationspunkt dafür sein darf und das mit meinen Talenten auch gerne tue und froh bin, dass ich aus meinen Einseitigkeiten da eigentlich was ganz Schönes geworden ist, aber mir ist völlig klar, dass ich da nur Medium bin und dass ihr alle dazu beitragt und dass irgendwas da durch uns zusammenfließt, an dem wir alle uns freuen dürfen. Ich danke euch und ich danke sehr Susanne speziell, die ja sehr viel im Vorfeld gemacht hat und dem Team. Und dann wünsche ich euch eine gesunde Rückreise. Aber jetzt haben wir ja erst noch mal Gelegenheit, ein bisschen was zu essen und zu trinken bei dem Farewell-Imbiss, wie ich das genannt habe. Ja, also dann eine gute Zeit uns allen. Tschüss.